Hallo und willkommen zurück bei My Sims Kingdom. Wir sind jetzt angelangt in Part 18. Wir sind immer noch auf der Raketeninsel und haben jetzt die Wahl, ich gehe mal auf die Karte, zwischen drei verschiedenen Missionen. Hatten wir so auch noch nicht. Wir können entweder beim Tobor vorbeischauen, können zu Victor das Astronautentraining machen oder zu Alexa. Und ich finde, wir sollten die Story mit Tobor zu Ende bringen. Danach habe ich mir überlegt, gehen wir zu Victor. Astronautentraining ist bestimmt auch total lustig. Und Alexa kommt dann hinten dran. Das ist so mal mein Plan jetzt. Jetzt muss ich nur schauen, wo es zu Victor geht. Ich glaube hier über die Brücke, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Genau, da steht er schon. Zack, erstmal hier hinten die Blümchen mitnehmen. So. Dann erzähl mal, Tobor. Oh, bist du gekommen, um mir zu helfen, Marshwin? Du bist wirklich ein cooler Sim. Okay, erst müssen wir diese Schriftrolle freischalten. Viel Glück. Und wieder eine Schriftrolle. Okay, du brauchst all diese Essenzen, wenn du Tobors Schriftrolle abschließen möchtest. Versuche an der Raketenbucht, diese Seeigel mit einem Mal herauszufischen. Okay. So. Das heißt, wir müssen wohin? Ich glaube, da unten, gell? Genau. Ich denke mal, das hier ist die Raketenbucht. Hoppla. War doch ein bisschen hoch. Dann angeln wir mal. Zack, ein Krebs. Dich wollten wir nicht. Erst lassen wir dich auf der anderen Insel frei und jetzt fangen wir dich. Auch nicht gerade in netter Art und Weise. Einen Seeigel. 5 Stück brauchen wir insgesamt. Na, gucken wir mal. Du beißt schon. Jawohl. Und noch ein Seeigel. Sehr schön. Ein rechter Stiefel. Super. Wenn wir jetzt noch den linken kriegen, wäre ich zufrieden. Da habe ich nicht aufgepasst. Beziehungsweise zu spät reagiert. Nur Fischis. Macht schon. Das war zu früh. Gehen wir mal da hinten hin. Noch ein Krebs. Ein Roboterfisch. Ah, cool. Die können wir auch gebrauchen. Da brauchen wir auch 5 Stück von. Für eine andere Schriftrolle. Dann ist das ja gar nicht mal so schlecht, dass wir hier die angeln. Wieso hat er denn hier nicht reagiert? Diesmal habe ich zwar aufgepasst, aber irgendwie hat es trotzdem nicht funktioniert. Und noch ein Robofisch. Ja, jetzt haben wir eine Robofisch-Serie hier. So, wieder ein Seeigel. Geht doch. So, wo wir gerade mal hier sind, ich glaube, wir brauchen auch nur noch einen Robofisch. Da machen wir das direkt mit. Wahrscheinlich kommen jetzt nur noch 100 Seeigel bei meinem Glück. Nee, okay. Super, dann haben wir das nämlich schon mal. Schriftrolle fertig, aber Lindsay macht sie aus dem Staub. Stopp, junge Frau. So. Oh, das sieht ja echt cool aus. Ja, dann zeig mal, wie cool das aussieht. Eine Metallbrücke. Metallbrückengeländer. Metallbogengang. Eine Säule. Eine Rohrklappe. Ein Rohr. Größeres Rohr. Und ein noch größeres Rohr.
und achte auf die Schreibweise. Sehr lustig. Eine Tür, Fenster, Verkleidung, Essen bei Tobor. Ich denke mal, hier sind wir bei dem Imbiss angelangt. Schwarzes Brett, Stuckfarben und das war's. So, na, nun geh halt da hoch. So. Dann erzähl mal. Sehr schön, Marschwin. Jetzt müssen wir nur noch über diese Schlucht kommen. Kannst du mir eine Brücke bauen? Sicher kann ich das. So, dafür gehen wir natürlich erst wieder in den Baumodus. Jetzt gucken wir mal. Hier sind diese Metallbrücken. So, dann wollen wir mal loslegen. Zack, da sind wir drüben. Metallgeländer haben wir hier. So, da kommen noch die Rohre an die Seite dran, so wie das aussieht. Dann mach mal wieder zu, dann müssen wir wahrscheinlich hier ran. Nö, da ist es nicht. Da vielleicht? Nö, da auch nicht. Wo könnten dann hier die passenden Rohre sein? Da sind Türen, da sind auch Fenster. Ah, okay. Hier also. Nun lass mich mal vorbei hier. So kann ich die hier nicht hinstellen. Die sollen doch dahin. Nee, wohl doch nicht. Dann lassen wir es halt. Ah, okay. Die grünen Sachen, die brauchen wir. Also machen wir erstmal die Rohre. Zack. So, das war das. Und die Dinger hier. Okay. Komm, also einmal dahin. Einmal dahin. Und ich denke mal, da hinten bestimmt auch. So. Und so, jawohl. Brücke ist fertig, Tobo. Nur drängel mal nicht so hier. nimm die Blümchen. Ich hätte gerade Bock auf die Blümchen. Genau. So. Dann erzähl mal. Hübsche Brücke, Marschwin. Na, dann wollen wir uns alles mal alles ansehen. So, er hat mal wieder was für uns. Aber wir schauen uns hier mal kurz um. Vielleicht haben wir hier noch irgendwie eine Schatztruhe oder sowas. Bevor wir nachher hier irgendwie alles zugebaut haben und haben keinen Überblick mehr so richtig. Was ist das da hinten? Kann ich das auch haben? Eine Kristallblume. Hübsch, hübsch, hübsch. So. Euch kann man von hier oben schütteln, dann mache ich das schnell und dann geht es direkt wieder zum Tobor. Da hinten an dem Baum kommt man da auch dran, jawohl. So, dann erzähl mal weiter. Okay, es wird Zeit, Nägel mit Köpfen zu machen. Ja, Marschwin, ich werde meinen eigenen Imbiss eröffnen. Beim Grillen von Käse-Sandwichs werde ich wohl kaum in die Luft fliegen. Das kommt drauf an. Nimmst du einen Gasgrill? Kann das durchaus passieren, Tobor. So, du willst also jetzt hier ein Häuschen Imbiss von mir hingebaut haben? Gucken wir doch mal nach. Was soll der Imbiss denn so haben? 25 mal Technik-Essenzen. Struktur. Anstrich. Und wie immer eine Tür.
Okay, dann versuchen wir mal unser Glück. Auf in den Baummodus. So, erst brauchen wir mal wieder so einen Block. So, den setzen wir mal so mittig hin. Zack. Was brauchen wir denn noch? Das sind die Grundlagen vom Haus. Hier ist nichts, was wir gebrauchen können. Aber ein Dach. Es gibt jeweils zweimal Struktur. Dachschild, Ofen, Metallschornstein, Bauernschornstein. Na, ich würde sagen, für den Innenbiss nehmen wir mal so ein Flachdach. Das hatten wir, glaube ich, noch gar nicht. Zack, einmal da drauf. So, das kriegt auch noch so ein Bauernschornstein da drauf. Hierhin, dann gehen wir mal weiter. Waren die Dächer, jetzt kommen wir zu den Türen. So, der braucht natürlich auch eine klassische Tür hier für seinen Imbiss. Roboter brauchen so eine Tür. So, gucken wir mal weiter. Fenster brauchen wir. Nehmen wir mal die Fenster, die haben wir bestimmt nicht ohne Grund gekriegt. In so einem Imbiss sollte es schön hell sein, also schön viele Fenster dran. Dann kriegen wir auch direkt Technik-Essenzen und auch Struktur. Hoppla, verkehrt rumgedreht. So, zack. Und da auch nochmal. So, Fenster haben wir also jetzt genug. Jetzt gehen wir mal weiter gucken. Brauchen wir davon was? Wüsste jetzt gerade nicht, wozu. Essen bei Tobor. So, was haben wir hier? Eine Verkleidung? Wo kommt denn diese Verkleidung hin? Ah ja, cool. Ich würde sagen, das machen wir hier rundherum. So. Vorne nochmal. Dann haben wir das auch. Was haben wir hier noch? Ah, Metallbrückengeländer brauchen wir, glaube ich, eher nicht. So, dann braucht er natürlich noch ein schwarzes Brett. Was er denn so zum Essen hat. Das machen wir direkt hier in den Eingangsbereich. Aber vielleicht nicht direkt vors Fenster. Deswegen würde ich sagen, hier. So, was haben wir denn noch für den guten Turbo? Na nee. Na, guck mal, ich glaube, wir waren noch gar nicht im Anstrichmodus. So, wo haben wir denn hier Steine und Fliesen? Haben wir denn nichts Robotermäßiges? Ich dachte, wir hätten irgendwie taubengrau, schwarz. Wo sind denn diese Farben, die wir bekommen haben? Aus diesen Schriftrollen. Ach so. Wir brauchen eigentlich nur 4 Anstriche, egal was. Ich dachte, es wäre jetzt extra auf den Roboter bezogen. Was sieht denn hier nach Tobor aus? Irgendwie das vielleicht? Hübsch ist anders. Rautenmuster? Nee. Fliesendach. Wir nehmen das Fliesendach. Nee, nicht an der Tür, nur auf dem Dach. So, und wie es weitergeht,
Das schauen wir uns einfach in der nächsten Folge an. Ich kann mich irgendwie noch nicht entscheiden. Bis dann. Ciao.